Samstagabend, 13. August, da es spätestens am Montag regnen soll, vielleicht sogar morgen, sogar starke Gewitter soll es geben, habe ich die Zwiebeln abgeerntet. Aber nicht alle, 3 Stück habe ich stehen gelassen. Aus dem Grund, weil sie noch stehen. Die sind sowas von fest und so riesig. Ich glaube, das sind die größten Zwiebeln, die ich je hatte. Die wahrscheinlich die größte. Die und die noch. Die ist zwar nicht groß, aber die steht noch. Zum Abend gehen die Blüten vom Flaschenkürbis auf. Und diese Frucht, ich glaube, daraus wird was. Ich glaube, die wächst. Da sind eine Menge andere, die aber gelb werden. Aber die wächst. Und die sieht auch vielversprechend aus. Die Blüten sind so wunderschön. Gerade aufgegangen. Die frei gewordene Fläche, wo hier vor kurzem die Zwiebeln waren, die überlasse ich jetzt dem Flaschenkürbis. Habe auch die Ranken hier hingelegt, soll er sich hier verbreitern. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Wenn das Wetter schlechter wird, werden die Blätter nicht mehr so ansehnlich aussehen. Die überwuchert hier alles. Und das mache ich gerade. Ich binde die Zwiebeln zu einem Zopf und lasse die hier trocknen. In den Vorjahren habe ich immer das so gemacht, dass ich die Zwiebeln hier getrocknet habe, also mit dem Kopf nach oben und das Loch hier durchgesteckt, dann waren hier ja, viele Reihen von Zwiebeln. Aber das ist jetzt so heiß, dass die hier mir einfach ja, verbrennen, denke ich mal. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich die Zwiebeln zwischen den Tomaten aufhänge, also weiter unten im Schatten. Und da hängen jetzt meine Zwiebelzöpfe. Wie viele sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Zöpfe hängen schon. Die hängen an den Tomatenhaken, die ich noch vom letzten Jahr übrig hatte oder die jetzt frei geworden sind. Alles wird mehrmals verwendet. Die muss ich hier noch an der Schnur dann verteilen, nicht dass die ganze Last hier nur an einer Schnur hängt, nicht dass mir das alles zusammenbricht. Ist enormes Gewicht, was hier unten hängt. Also arbeiten und filmen gleichzeitig geht gar nicht. Es wackelt alles und mit einer Hand und dann noch mit links. Ist ziemlich schwer. Also ich habe hier die Zwiebeln vorbereitet. Das muss auch nicht ordentlich sein. Und hier ist die Tomaten. Also hier ist der Tomatenhaken mit der Schnur. Zuerst binde ich das, soweit es geht, hier oben zusammen und flechte dann den Zopf und flechte die Schnur gleich mit, bis ich ungefähr hier angekommen bin. Mache hier nochmal eine Schlinge, knote ich fest zu und schneide das Ende ab. So wie ich das auch hier bei diesen Zöpfen gemacht habe. Dann hänge ich es auf. Hier zwischen den Tomaten ist es schattig und so kann das eine Zeit lang, so können die Zöpfe hier eine Zeit lang hängen und trocknen. Und später, nach 2-3 Wochen, mal schauen, wie das Laub dann aussieht, dann hänge ich die Zöpfe in die Garage. Schuppen haben wir leider nicht. Und im Gartenhaus ist auch viel zu heiß.